Herzlich willkommen zu der DRK Gesundheitsserie Fit in 10 Minuten. Mein Name ist Julian Bube, ich bin 47 Jahre alt, Yoga- und Fitnesstrainer aus Hamburg und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Training. In dieser ersten Folge unserer Serie Fit im Alltag in nur 10 Minuten geht es um die Schulter- und Nackenpartie. Du hast vielleicht gerade eine kurze Pause in deiner Mittagspause oder nimmst dir diese Pause, um etwas für dich zu tun. Und wir werden dazu uns erstmal ein bisschen mobilisieren. Du stellst dich mit den Füßen hüftbreit auseinander, Arme mal locker hängen lassen und einfach mit den Schultern nach hinten kreisen. Versuch, dein Kinn nach vorne auszurichten, hebe dein Kinn und beweg einfach deine Schultern in kleinen kreisenden Bewegungen nach hinten. Und dann ziehst du beide Schultern weit nach hinten. Versuch, saubere, ganze Bewegungen durchzuführen. Und es geht hier nicht um Schnelligkeit, sondern wirklich die Muskulatur einmal durchzubewegen. Und an diesem Punkt kommst du wieder in die Mitte. Und jetzt kreisen wir mit den Schultern einzeln nach vorne. Große Bewegung. Genieß das mal, das hier alles ein bisschen durchzubewegen. Und wenn du magst, noch einmal mit beiden Schultern nach vorne. Und komm wieder in die Mitte zurück. Jetzt atme durch die Nase ein, die Arme gehen hoch, folge deinen Händen mit deinem Blick. Ausatmen durch den Mund, Arme gehen runter. Nochmal einatmen und ausatmen. Das noch ein paar Mal. Einatmen und ausatmen. Nochmal einatmen und durch den Mund ausatmen. Dann nimmst du deine Hände in die Hüften, Füße sind immer noch hüftbreit und wir mobilisieren die Lendenwirbelsäule, kreise ein bisschen mit deinem Becken, wie so Hula Hoop nur in Zeitlupe. Versuch komplett das ganze Becken einmal durchzubewegen, die Hüfte und dann kommen wir in die Mitte und du gehst nochmal in die andere Richtung. Und auch hier kommst du wieder in die Mitte. Führ deine Arme dicht vor deinem Brustbein und dreh dich nach rechts. Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links. Und wenn du jetzt sagst, oh, langweilig, ich hätte gerne ein bisschen mehr Bewegung, dann kannst du jetzt hier die Arme mitnehmen und hinten auftreten. Versuch unbedingt die Ferse hinten zu heben, damit du nicht aus Versehen dein Knie verdrehst. Und nimm deine Hüfte mit bei der Drehung und du streckst dich in deine Zimmerecke. Vergiss nicht deine Atmung, während du dich bewegst und wirklich lang streckst. Wir machen noch zwei und ein letztes Mal und kommen wieder in die Mitte. Jetzt sind wir locker auf der Stelle und wärmen uns ein bisschen auf. Leichtes Seilspringen. Geht nur darum, deinen Kreislauf ein bisschen in Gang zu bringen. Und wenn du mehr möchtest, gehen wir in den Jumping Jack oder Hampelmann. Und dann kommst du zum Stand, atmest nochmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und nochmal einatmen und ausatmen. Locker deine Beine ein bisschen. Beweg deine Schultern noch einmal durch. Hier ist eine Gelegenheit, noch was zu trinken, wenn du dich danach fühlst. Und dann starten wir mit der ersten Übung. Dazu kannst du gerne ein Gewicht benutzen, entweder eine kleine Hantel oder eine Wasserflasche. Und ich nenne diese erste Übung Beine rasieren. Du gehst mit dem Gewicht auf die Fersen, streckst deinen Po leicht nach hinten, Bauch nach innen ziehen, damit dein unterer Rücken geschützt ist. Deine Hände greifen deine Hanteln. Und du rasierst deine Beine, ziehst die Arme dicht am Körper entlang und gehst hier auf den Oberschenkeln rauf und runter. Richtig die Schultern nach hinten ziehen. Versuch, dass deine Schultern nicht oben kleben, sondern dass sie wirklich hier nach hinten ziehen, um hier deine Schultermuskulatur anzusprechen. Und du kannst bestimmen, welches Gewicht du dafür brauchst. Manchmal reicht schon eine Kilohantel oder wie in meinem Fall zwei Wasserflaschen. Oder vielleicht sagst du aber auch, ich brauche hier 5 Kilohanteln. Das entscheidest du für dich ganz individuell und wie weit du dein Training intensivieren möchtest. Wir machen diese Übung maximal 30 Sekunden. Und nach 30 Sekunden hast du eine 15 Sekunden Pause. Du kannst natürlich diese Übung auch länger machen.
zum Beispiel eine Minute. Und dann lockerst du deine Beine aus, legst deine Wasserflaschen einmal ab, schüttel dich aus, locker die Handgelenke, beweg nochmal die Schultern durch. Auch hier hast du wieder die Zeit, was zu trinken, denn versuch deinen Flüssigkeitshaushalt immer wieder aufzufüllen, wenn du jetzt ins Schwitzen kommst. Als nächstes kannst du entweder mit oder ohne Hanteln arbeiten. Diese Übung nennt sich Ausfallschritte mit Rotation. Und dazu kannst du deine Matte unbedingt nutzen, um nicht auszurutschen. Du kannst sie entweder komplett nutzen oder dass du nur, wo du landen wirst, einen festen Untergrund hast. Und mit der Ausatmung gehst du hier nach vorne, drehst dich nach rechts und kommst hier wieder zurück. Anderes Bein, andere Seite. Versuch hier, deine Arme ganz lang zu halten und komplett in die Drehung zu gehen. Mit der Ausatmung gehst du nach vorne und drehst auf. Einatmen, komm zurück. Ausatmen, drehen, einatmen. Ausatmen, wieder zurückkommen. Und wir machen noch einmal nach rechts und in die Mitte zurück. Nochmal nach links. Und auch das waren schon wieder 30 Sekunden. Hier legst du deine Hanteln einmal ab oder deine Gewichte, lockerst deine Beine aus. Und von hier aus gehen wir in die dynamische Schulterbrücke. Damit ihr es richtig seht, stelle ich die Flaschen auch mal weg, weil sonst sind die im Weg. Du setzt dich auf deine Matte, nimmst deine Knie und rollst dich rückenfreundlich ab. Setz deine Füße auf die Matte auf, leg den Kopf ab. Arme drücken hier in die Matte, die Schultern pressen in die Matte. Und jetzt hebst du das Becken und mit der Ausatmung senkst du ab, bis dein Becken fast auf der Erde ist. Einatmen, wieder hochkommen, ausatmen. Auch hier vernünftig atmen, Becken richtig heben. Auch hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern sauber deine Muskulatur anzusprechen. Und das hier stärkt deine Po-Muskulatur, deinen unteren Rücken, aber natürlich auch deine Schultern, weil du die Schultern hoffentlich aktiv hast und weiterhin kontrolliert in den Boden drückst. Und noch ein letztes Mal heben und senken. Und um jetzt die Muskulatur in deinem unteren Rücken zu lockern, nimmst du die Knie an die Brust und schaukel dich einfach ein bisschen von links nach rechts hin und her. Genieß das hier, diese kleine Pause. Was du auch machen kannst, ist hier kleine Kreise zu zeichnen oder Ellipsen. Und geh nochmal in die andere Richtung. Und dann werden wir jetzt eine weitere Übung für den Bauch als Gegenpartie machen. Heb deine Beine in die Luft. Arme sind dicht an den Beinen, Spannung bis in die Fingerspitzen. Und damit du deine Halswirbelsäule nicht überlastest, oder die Muskulatur besser gesagt, denk an die sogenannte Faustregel. Zwischen Kinn und Brust passt immer deine Faust, weil so überlastest du nicht deine Nackenmuskulatur. Und du blickst nach oben auf die Decke und mit der Ausatmung für 30 Sekunden kleine pulsierende Bewegung und Blick auf die Decke. Denk an die Faustregel. Versuch nicht dein Kinn zu sehr zur Brust zu ziehen, weil das ist kontraproduktiv. Ich mach's mal bewusst falsch. Das hier sieht erstens blöd aus und ist wirklich alles andere als gut für deine Nackenmuskulatur oder bringt irgendwas für deinen Bauch. Also kleine pulsierende Bewegungen, maximal 30 Sekunden oder wenn du sagst, du machst 60 Sekunden, das entscheidest du. Und nach 30 oder 60 Sekunden streck dich einmal, zieh deinen Bauch damit auf, atme mal tief in den Bauch ein und genieße es, dich hier richtig zu strecken. Atme nochmal tief ein und lang aus. Und nach ungefähr 15, 20 Sekunden, je nachdem, greifst du dein Knie und kommst einmal rückenfreundlich hoch. Von da aus gehen wir einmal in den Vierfüßlerstand. Und dein Blick ist stur auf den Boden gerichtet, damit dein Nacken lang ist. Du ziehst deinen rechten Arm nach vorne und dein linkes Bein drückt nach hinten. Halt hier mal statisch, Ferse drückt nach hinten, deine rechte Hand zieht nach vorne, als wenn du jemandem guten Tag sagen würdest, guten Tag, guten Tag. Und du ziehst dich hier ganz lang, Bauchnabel fest nach innen ziehen, auch hier, um den unteren Rücken zu schützen. Und jetzt atmest du mit der Ausatmung, kommen die Ellbogen zusammen zum den Knien, einatmen, ausatmen. Auch hier arbeiten wir 30 Sekunden pro Seite. Bauchnabel die ganze Zeit nach innen ziehen.
Und mit der Ausatmung kommen Ellbogen und Knie zusammen. Lang strecken. Das hier bringt nicht so viel, wie du dir denken kannst. Also wirklich lang strecken mit der Ausatmung dynamisch. Ausatmen zusammen. Ausatmen. Und du hast die letzten 10 Sekunden auf dieser Seite vor dir. Und dann machen wir eine kleine Pause, kommen wieder mit der Hand auf den Boden. Die Knie gehen ein bisschen auseinander und wir ziehen mal den unteren Rücken lang. Leg deine Stirn auf die Matte ab und atme mal tief durch. Richtig strecken. Hier kannst du auch noch deine Finger in die Erde drücken oder die Hände abheben, damit die Schultern etwas mehr Dehnung kriegen. Und wenn du fit bist für die nächste Runde oder den Seitenwechsel, komm wieder hoch in den Vierfüßlerstand, konzentrier dich, Bauchnabel zieht nach innen, linker Arm nach vorne, rechtes Bein drückt nach hinten und halte mal statisch für ein paar Sekunden, um das Gefühl dafür zu kriegen, was deine Ausgangslage ist. Und auch hier mit der Ausatmung gehen Ellbogen und Knie wieder zusammen. Vergiss deine Atmung nicht. Und richtig eng zusammenbringen. Und ein letztes Mal komm wieder in den Vierfüßlerstand. Nimm deine Knie auseinander und zieh deine Arme lang nach vorne. Streck dich. Atme nochmal tief ein und aus. Rücken nochmal lang ziehen. Wenn du magst, heben die Handflächen vom Boden ab. Und dann gehen wir mit den Händen flach wieder auf die Erde. Komm hoch und wir haben die letzte Übung. Und zwar Klassiker, die sogenannte Planke. Wenn du Probleme in der Lendenwirbelsäule hast, setz deine Knie gerne ab, polster dir die Knie, leg das Handtuch drunter und für 30 Sekunden Po schön flach halten, Kopf nicht hängen lassen, sondern aktiv heben und du hältst hier für 30 Sekunden. Vergiss auch hier deine Atmung nicht. Bauchnabel zieht auch hier wieder nach hinten. Und jetzt, trotz der Anstrengung, denk an etwas sehr Schönes. Denk an einen Menschen, den du sehr gerne hast und denk dir, nur noch 20 Sekunden. Atme weiterhin tief durch und versuch, dass du mit dem Po nicht abhebst oder dass du plötzlich durchhängst, sondern aktiv den Rücken schön gerade halten, wie so ein Brett. Deswegen heißt das Ding auch Planke. Und du hast es fast geschafft, die letzten paar Sekunden. Und wenn du hier noch die Power hast, drück dich noch einmal hoch auf die Hände und schieb dich in einen herabschauenden Hund. Zieh den unteren Rücken lang. Du kannst hier die Knie beugen, um wirklich nur den unteren Rücken zu dehnen. Wenn du in deinen Beinbeugern etwas verkürzt bist, kein Problem. Wenn du etwas flexibler bist, drück gerne deine Fersen in die Erde und zieh dich hier ganz lang. Und an diesem Punkt sind wir schon im Stretching. Blick nach vorne zwischen deine Hände und komm, tibbel die tibbel die tibbel nach vorne und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und an diesem Punkt atme nochmal ein, Arme gehen hoch, atme durch den Mund aus. Nochmal einatmen, ausatmen. Und dann gehen wir in eine stehende Vorwärtsbeuge, einatmen, mit der Ausatmung geh runter. Du kannst zu deinen Schienbeinen greifen. Wenn du mehr möchtest, greif deine Waden oder auch deine Füße und lass den Kopf komplett locker hängen. Streck die Beine schön durch und spür, wie du deinen unteren Rücken auch dehnst. Die Po-Muskulatur wird auch gedehnt. Und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel langsam wieder auf. Und deine Füße gehen weiter als schulterbreit auseinander. Und zieh deine Brust mal auf, blick nach oben zur Decke, zieh die Schultern weit nach hinten. Atme hier tief in den Brustkorb ein und aus, genieß das. Nimm 2 bis 3 Atemzüge. Einmal noch. Und mit der Ausatmung gehen vorne deine Finger ineinander, Hände auf Gesichtshöhe und zieh die Schulterblätter hinten auseinander und halt hier. Schultern sind ganz rund. Auch hier für maximal 2 bis 3 Atemzüge halten. Und komm da vorsichtig raus. Nochmal die Schultern nach hinten bewegen. Und zieh beide Schultern nach hinten.
und komm nochmal mit den Händen in die Hüften. Füße sind hüftbreit, maximal schulterbreit. Kreis nochmal mit dem Becken. Und in die andere Richtung. Und dann eine letzte Dehnungsübung und Motivationsübung. Deine rechte Hand kommt auf die linke Schulter und klopft dir mal selbst ordentlich auf die Schulter. Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt kommst du nochmal hoch, streckst sie nach oben, streck dich. Und dann geht dein rechter Arm runter, die linke Hand geht runter. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer du noch vor dir hast. Wenn dir dieses Workout gefallen hat, drück den Gefällt-mir-Button. Und um kein kostenloses Workout mehr zu verpassen, abonniere unseren DRK-YouTube-Kanal Gesund durchs Leben. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis hoffentlich bald. We'll be right back.